Gefühl, Sophie? Ja, es ist absoluter Wahnsinn. Also ich kann es selber noch nicht wirklich fassen. Und wie ich schon meinte, es wird jetzt auch noch erstmal eine Zeit lang dauern, bis ich es dann wirklich begreifen kann. Und was jetzt noch alles auf mich zukommt an Presse und den ganzen Sachen. Und ja, also es ist noch unbegreiflich. Wir haben alle gesehen, die Bilder aus der Halle, unmittelbar nach Ihrer Übung, aber auch nach der Übung von Elisabeth Seitz, wo ihr beide da gestanden habt. Was haben Sie da so empfunden? Erzählen Sie mal. Es ist natürlich eine schwierige Situation. Man gönnt dem einen, aber man weiß auch selber, man kann sich auch selber gerne jetzt belohnen. Und ja, ich habe auf jeden Fall mit Ellie mitgefiebert. Ich habe sie noch angefeuert und ich hätte es ihr natürlich auch so sehr gegönnt. Und ja, letztendlich ist es einfach nur schade, dass es halt, wie gesagt, nicht zwei dritte Plätze gibt. Wie ist das Gefühl, bei Olympia zu starten? Weltmeisterschaften, Europameisterschaften haben Sie ja schon hinter sich, auch Europäische Spiele haben Sie hinter sich. Ist das was anderes, was Besonderes, die Medaille ohnehin? Man muss sich natürlich erstmal immer wieder vor Augen sagen, das ist jetzt Olympia. Also bis jetzt vor dem ersten Wettkampf konnte ich noch nicht so richtig sagen, okay, du stehst jetzt hier bei Olympia, weil ich das selber noch nicht wirklich wahrhaben konnte. Und ich musste mir wirklich jetzt vor jedem einzelnen Wettkampf immer erstmal nochmal vor Augen halten, dass es jetzt die Olympischen Spiele sind, dein großer Traum. Jetzt stehst du hier in dem Finale und jetzt mach einfach eine Top-Übung. Und ich habe mir nichts weiter vorgenommen, als Spaß zu haben, das Ganze zu genießen und für mich selber einfach eine schöne Übung zu turnen, damit ich mit einem super Gefühl auch hier in Rio also die Spiele beenden kann. Das ist natürlich jetzt mit einer Bronzemedaille das Ganze nochmal gefeiert wird, hätte ich niemals gedacht. Wann haben Sie denn so gedacht oder geglaubt, es könnte heute zu einer Medaille reichen? Nach der Übung von der Russin. Also das war die vorletzte Barrenübung, bevor Elli dann geturnt hat. Da hat man halt gesehen, dass die Russin noch absteigen musste, dass sie da einen Fehler gemacht hat. Und dann wusste ich, okay, jetzt entweder Elli oder ich. Deutschland hat auf jeden Fall schon eine Bronzemedaille im Turnen sicher. Und jetzt heißt es halt, wer von uns jetzt die Bronzemedaille bekommt. Was geht heute Abend noch an? Wird gefeiert zusammen mit Elisabeth? Ja, auf jeden Fall. Also wir werden jetzt das Ganze nochmal kräftig feiern. Wir hatten bis jetzt uns diszipliniert und das Ganze ruhig angehen lassen. Und ab heute können wir sagen, gut, jetzt können wir auch mal auf die Kacke hauen und das Ganze genießen. Macht das. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Dankeschön. Zeigt ihr